Marco Koch, Weltmeister über 200 Meter Brust und regelmäßiger Gast im Tenerife Top Training. Als Pate des DVAG Junior Teams unterstützte er Nachwuchssportler. Der Schwimmer aus Darmstadt nutzte die optimalen Bedingungen im T3 zur Vorbereitung auf die letzten Weltcups des Jahres. Ach, man hat hier einfach alles, was man braucht, alles, was das Herz begehrt. Das Wetter ist immer schön und ja, ich komme einfach immer gerne her, um mich vorzubereiten. Hier haben wir einfach Top-Trainingsbedingungen. Man hat alles an einem Fleck, man hat eine 50-Meter-Bahn, man hat die 25-Meter-Bahn direkt daneben, den Strömungskanal, 5 Meter entfernt den Kraftraum. Also es ist einfach alles da, was man braucht. Also Trainingslager haben natürlich einfach den Vorteil, dass man drumherum keine Ablenkung hat. Man muss nichts anderes machen als essen, trinken, trainieren und schlafen, also viel mehr ist nicht. Und deswegen kann man einfach noch intensiver trainieren, höhere Umfänge fahren und regeneriert trotzdem ausreichend, weil man eben nichts drumherum hat, was einen irgendwie ablenkt oder stört. Volle Konzentration auf das Training, dies galt auch für die 8 Mitglieder des DVAG Junior Teams. Die Nachwuchsathleten werden von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. In den vergangenen Jahren holten die Athleten WM- und EM-Medaillen in ihren Altersklassen. In Teneriffa wurden die Sportler von Marco Koch begleitet. Der zweimalige Olympiateilnehmer gab seine Erfahrungen an die Jugendlichen weiter. Ich denke, das hilft einfach schon, dass man einfach ein bisschen zusammen trainiert und wenn die Kinder Fragen haben, können sie sich jederzeit an mich wenden. Heute werden wir auch ein bisschen technische Übungen zusammen machen und ja, ich hoffe, dass ich da auch noch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Und natürlich einfach so, wenn es irgendwelche grundlegenden Fragen gibt. Es gibt immer Sachen, die man noch ausprobieren kann und ja, ab einem gewissen Punkt ist es halt so, jeder trainiert hart, jeder macht viel und man kann nicht einfach noch mehr machen. Und dann muss man eben andere, kleinere Bausteine einfach finden für sich, die man noch optimieren kann. Ob das eben Ernährung oder Schlaf zum Beispiel ist. Die Trainingsgruppe ist mir noch wichtiger als die Trainingsbedingungen. Deswegen bleibe ich auch in Darmstadt an meinem Stützpunkt zu Hause, weil ich fühle mich einfach wohl und ich denke, das ist einfach das Wichtigste, um gute Leistungen zu kriegen. Dass man sich in seinem Umfeld wohlfühlt und ich denke, dann kommt der Rest von ganz alleine. Rio war schon wieder was ganz Besonderes, genauso wie London. Es ist natürlich immer schwierig, genau an dem Punkt, an dem Tag im Jahr fit zu sein. Ich meine, man trainiert 4 Jahre lang auf einen Punkt hin und dann klappt es halt nicht immer ganz optimal. Aber ja, ich weiß noch, was ich jetzt verbessern kann und ja, jetzt greife ich an, was Tokio angeht.